Hallöchen, Radsportfans, und herzlich willkommen zurück in unserer Pro-Cycling-Karriere mit Eddy Merckx. Wie ihr hier seht, wir sind am 31. Dezember 2023 angekommen und klicken jetzt ins neue Jahr rein. Ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare hauen, was ihr so über den Abschluss der Saison in diesem neuen Manager haltet. Also ich finde, wenn dann schon nichts mehr geht da im Oktober, dann sollen sie doch auch da Ende machen, dass man nicht nochmal extra da die Monate durchseppen muss, wenn man sowieso nichts mehr machen kann. Ne? Also ne, kannst kein Training mehr einstellen, kriegst keine Punkte mehr. Es passiert halt nichts mehr. Und von daher finde ich, ne, dann doch direkt im Oktober, cut, zack, bumm, neue Saison, spart man gleich ein bisschen Zeit, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. So, wir dürfen hier unseren Kalender anpassen in unserem neuen Team. Da gehen wir auch gleich mal rein. Ja, das hier, ja, das müssten sie eigentlich auch verbessern, dass man hier in der ersten Woche kein Training machen darf. Ist auch schlecht. Also, Cyanide, ihr müsst eure Spiele auch mal selber spielen, um zu sehen, was ihr verbessern könnt. Oder ihr guckt einfach meine Let's Plays, ne? Da gebe ich euch Tipps, wie ihr das machen könnt. so, wir machen in den Kalender rein hier. So, es geht erstmal mit den Cyanide Cups los. Erstmal Flachrennen, dann werden wir nichts reißen können. Und dann ein schönes Hügelrennen und noch ein Hügelrennen. Also hier in der ersten Folge nehmen wir nur den ersten mit rein. Dann haben wir in der zweiten Folge dann die beiden Cyanide Cups. Und dann kommt schon die Saudi Tour, die auch komplett flach ist. Ah, dann werden wir auch wieder nichts reißen können. Punkte haben wir 33. Ja, die Mallorca, die wäre natürlich schon viel geiler. Ist jetzt die Frage, ob ich das gleich mal wechsle. Sind mir schon wieder 14 Punkte kosten. Obwohl, warte mal. Nee, hört genau einen Tag vorher auf. Das ist schade. Weil ansonsten könnte man die mit reinnehmen und dann wäre die hier automatisch weg. Ey, dann machen wir das hier. Wir nehmen die Vuelta Valenciana mit rein. Die geht bis zum 5.2. Danach ist noch bis zur Route Andalusia noch Zeit. Weil dann fliegt automatisch die Saudi-Tour weg. Das wäre super. Da es ein Pro-Rennen ist, kostet mich das 10 Punkte. Wenn ich das andersrum gemacht, wären ja 14 weg gewesen. Dann nehmen wir hier noch Mallorca mit rein. Haben wir 17 für zwei weitere Etappenrennen anstatt 1. Ja. Nehmen wir auch noch mit rein. 17. Ja, und hier, Adriatico dürfen wir auch fahren. Kommt zwar eine heftige Bergetappe. Oh, 210 Kilometer. Übel. Hier 201 Hügel. Ja, starten mit einem 13 Kilometer langen Einzelzeitfahren. Und hier, wir könnten hier noch unheimlich viel mit reinnehmen. Das ist eigentlich der Omloop Gent. Ist das der Omloop Last News? Namen geändert? Müsste eigentlich sein, ne? 25.02. Das Ding heißt jetzt auch Grand Prix di Sanremo und nicht mehr Milano Sanremo. Dürfen wir allerdings erst ab Stufe 13 fahren. Immer noch weit weg. Ja, für den Waregem sind wir sogar eingeteilt. Das ist zwar ein Kopfsteinpflasterrennen, aber das kann auch ein richtig guter Hügelfahrer gewinnen. Wenn er ein bisschen was am Kopfsteinpflaster kann. Das können wir ja leider nicht so. So, am 25.01. startet unser erstes richtiges Rennen. Das ist natürlich nicht viel Zeit. Das übernehme ich erstmal. Ja, da ist mit Mannschaftszeit fahren. Ja, wir nehmen erstmal hier für den Start der Saison, nehmen wir der, da haben wir noch 16 Punkte. Könnten halt, wenn wir wollten, uns die UAE Trophy noch mit reinnehmen in den Emiraten. Ja, ein Kopfsteinpflasterrennen nehme ich nicht unbedingt mit rein. Hier, Klassiker Bianca sieht natürlich schon wieder anders aus. Ey, ich bin das mit meinem Erik Zabel.
Ich spiele hier, ne, den 2023er, ne, den nehme ich nicht für euch auf, ne, spiele ich nochmal nebenbei so ein bisschen mit Erik Zabel. Und da bin ich den auch schon gefahren, da sah der aber anders aus. So ist er ja im 2022er Manager beim Erik Zabel. Im 2023er Manager war das ein anderes Rennen. Also, hier scheint sich irgendwas verändert zu haben. Ja, aber so für den Start der Saison geht das, glaube ich. Hier haben wir natürlich wenig Entspannung. Ja, obwohl 30.01., 31.01. geht noch 2 Tage Pause dazwischen, das ist akzeptabel. Das lassen wir auch erstmal so. So, und dann dürfen wir ja gleich noch einstellen. Hier, dies hier. Ja, ich würde am liebsten diesmal mit nicht so 100% Fitness einsteigen. Dann nehme ich mir die hier, dann kann ich ein bisschen länger Training machen. Den nehmen wir. Und jetzt können wir sowieso erstmal nichts machen. Wir müssen erstmal auf den 2. Januar gehen. Bis zu diesem Tag vorrücken. So, und jetzt dürfen wir auch Training einstellen. Training? Der Giro Adriatico wird hier überhaupt nicht angezeigt. Nochmal auf Kalender. Jetzt sind wir aber dabei. Warum wird der nicht angezeigt? Weiß das einer? Am 6.3. Ja, also eigentlich hier. Ja, vielleicht muss da erst noch eine Einladung kommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall halt ist es ja eigentlich schon markiert. So, eigentlich rein von der Theorie her. Ich darf gar nichts. Achso, weil wir hier noch bei der ersten Woche sind. Müsste man eigentlich ja rein theoretisch das mit dem Kopfsteinpflaster machen. Allerdings. Bis wir diese Stufe durchschlagen, werden wir das nicht schaffen. Da bleibt ja eigentlich nur Hügel oder aber der Bergfahrer. Allerdings weiß ich nicht, ob wir bis dahin den Bergfahrer schaffen. Eigentlich würde ich lieber Etappe nehmen. Da sind wir allerdings auf 0%. Also das ist noch unwahrscheinlicher, dass wir es in irgendeiner Form voll bekommen. Ah. Ich pack mal Berg hier rein. Wie hoch würde denn das gehen? Das ist ja die Woche bis zum 15.01. Da sind wir auf jeden Fall schon zu den Niedecups gefahren. Der ist am 13.01. Ich teste das mal aus. So, es wäre die erste Woche, die wir einstellen können. Zweite, dann 23.01. Da dürften wir die eigentlich immer noch nicht voll haben. Machen wir mal weiter. Das ist der 29.01. Das ist genau, wenn Mallorca vorbei ist. Und danach kommt dann der Monatswechsel. Das heißt, es wäre ziemlich wahrscheinlich, dass wir das da schon. Und da sind wir hier noch nicht mal auf 75. Also dürfen wir uns noch nicht mal verbessern. Ach nee, ab 75 war das mit dem Potenzial. Ab 25 schon.
Es ist mir eigentlich zu wenig bei 71%. Dann nochmal alles zurück. Wir müssen Hügel nehmen. Das ist das Einzige, wo wir jetzt dann am Anfang der Saison noch auf einen recht hohen Wert kommen. Eigentlich nicht so mein Plan, aber naja. Ne, war schon 84 am 22.01. Und dann sollten wir jetzt auf über 90 gehen. Sogar ziemlich easy. Und dann fange ich hier schon wieder an mit Kopfscheinpflaster. So, 30.01. Einmal Hügel rein. Ist das auf 90, 100%. Wir müssen halt in der Ebene besser werden. Ich denke aber mal, in der Woche können wir den Hügel schon weglassen. Vielleicht auch schon vorher, müssen wir dann mal sehen, wie schnell wir die Stufe 10 voll bekommen. Weil danach haben wir dann wieder 2 Stufen Zeit, um irgendwas aufzufüllen. So, jetzt haben wir erstmal bis zum 12.02. das Training eingestellt. Das soll erstmal reichen. Und naja, damit wir hier wenigstens noch ein bisschen Renn-Action bekommen, gehen wir mal rein ins erste Cyanide-Rennen. Naja, Anfrage nach Wasserträgern könnte ich jetzt auch schon stellen. Brauche ich aber noch nicht. Ach ja, ich Idiot, ich habe die Höhepunkte nicht gesetzt. Das habe ich vergessen. Deswegen durften wir auch hier die ganze Zeit 5er Training einstellen, weil wir hier die gesamte Saison durch keine Höhepunkte haben. wie gesagt, ich würde unheimlich gern beim Adriatico eigentlich einen Höhepunkt hingeben, aber den haben wir hier irgendwie nicht. Lassen wir ich das einfach so reinsetze. Dann haben wir hier bei Milano Torino Ausrufer. Und der hat hier schon wieder, guckt euch das mal an. Bis Juni fast nichts drin. Das ist so zum Einstellen echt scheiße. Da müssen wir natürlich nochmal das wöchentliche Training durchgucken. Bis dahin hatten wir, aber das hat sich jetzt geändert. Hier, da ist sogar schon anderes Training. Wie sieht es? Da ist auch schon nur Zweier-Training. Hier ist auch schon nur Zweier-Training. Da nochmal rein. So, das ist das Letzte, was noch passt. Aber da waren wir zum Glück schon beim Kopfsteinpflaster. Ja, dann hier. Ich baller mal schon mal zweimal Kopfsteinpflaster rein. Dann machen wir den Februar jetzt hier noch voll. So, letzte Februar. Es ist schon nicht schön. 51%. In den März hinein. Bis ich hier mehr Rennen drin habe, lasse ich erstmal das eine Ziel. So, jetzt aber rein ins Rennen. So, das Team kenne ich natürlich noch überhaupt nicht. Wahrscheinlich keinen einzigen Fahrer. Nö. Für euch mal das Magazin. Da werden wir auf jeden Fall nicht bei den Favoriten dabei sein, weil es schließlich ein Flachrennen ist. Unsere Form wird wahrscheinlich auch nicht so gut sein. Ich hoffe mal, dass wir ausreißen dürfen. Ladies and gentlemen, welcome. It's going to be a monotonous day when it comes to the terrain. But at least the teams with sprinters won't be complaining. And of course, those opportunists with a bit of daring won't make their life easy. Na, und als ich die Favoriten gesehen habe, 2 aus unserem Team sind bei den Top 10 Favoriten mit dabei, war es mir eigentlich schon klar, dass wir Arbeit leisten müssen. Und dann machen wir das auch. Kann schon losgehen hier. Jo, ich bin dabei. Ih, das sieht aber irgendwie.
Das sieht scheiße aus, oder? Diesen belgischen Nationaltrikot mit den grünen Sachen hier. Da ist mein altes Team. And he sprints away in attack. Ja, noch darf Eddie führen. Aber da übernehmen sie schon. Ah, hier ist Bingol, da wäre ich natürlich gerne hingewechselt. Die wollten aber nicht. Things are heating up in front. fährt hier alle kaputt hier, der Däne. Das ist einer von den Dänen, mit denen man sich lieber nicht anlegt. So, jetzt scheint es aber wieder gemächlich zu sein, oder? Zwei Leute vorne weg. Mal Eddie ran hier. Okay, da greift wieder einer an. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Jagen sie den schon wieder? Ja, wir sind jetzt in einem italienischen Team, in dem leider sich kein einziger Belgier außer unser guter alter Eddie befindet. Also wird die nationale Meisterschaft natürlich sehr, sehr schwer werden. Ja, hier bei diesen kurzen Rennen immer die Arbeit fertig zu kriegen wird schwierig. So, mein Teammate ist vorne. Runterdrehen. Noch nicht mal eine Minute weg. Dann hoffe ich mal, dass die beiden auch hier was reißen, dass wir unser Entschuldigung, besten Wasserträger bekommen. 25%? Ja, nur schon unter 80 Kilometer. Lange werde ich nicht mehr. There's more than a minute on the clock. The brake seems to be working. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Oh, die werden jetzt schon nervös. So, kannst du mit 75 nur einkriegen? Scheinen noch schneller wie 75 fahren zu wollen. Riders are falling off the back. It's not a good moment to be going through a bad patch. Da kommt so ein kleiner Hügel. Fliegt erstmal mehr als die Hälfte des Feldes raus. Ey, der macht echt gut Druck, ey. Muss mal Eddie ran hier. Entspann dich doch mal. Alter, was ist mit dir nicht richtig, Alter? Ich darf hier mit 85 doch nicht mal mitführen. Eddie darf mal wieder. So runter, komm, komm. 75 akzeptabel für euch. 50% immerhin schon. Er ist auch hier noch in der Führung. Oder Teamkamerad. A fall just took place in the pack. Several riders are on the ground. Gucken wir mal, ob Eddie das Feld hier mit 75 auseinanderreißen kann. The breakaway has now got over a minute on the pack. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Ob ich mich noch mal entspannen kann, wenn ich hier mit meiner Arbeit fertig bin. Hälfte Geld ist schon fast weg. Die sind so bei 1,45 vor uns. Vielleicht krieg ich ja doch auch 70. Na, 70 scheint noch zu gehen. Abstand wird auf 100%. Los, 65. Noch so ein bisschen eiern, ey, damit wir außergewöhnlich bekommen. So, aber das soll mir reichen. Ich will noch ein bisschen Energie für den Rest des Rennens haben. So, können wir auch zappen.
Gelben wieder voll bekommen. Boah, er wächst auf jeden Fall. Ah, ist er wieder ein bisschen runtergegangen. Jetzt geht er wieder nach oben. Ja, sieht gut aus. Und da ist unser gelber Balken sogar wieder voll. Sehr schön. Die beiden Ausreißer sind auch nicht mehr weit vorne. Etwas über eine halbe Minute noch. So, ein bisschen langsamer machen. There's a mass crash in the pack, but it doesn't look too serious. Also so ganz kurz vor dem Ziel gibt es da etwas krassere Hügel nochmal. Vielleicht geht da ja was. Komm, bei der Seppen hier. Nur noch einer vorne, 10 Sekunden, und da ist der auch eingefangen. Letzte Mal. Zweimal jetzt noch. Jetzt kommt da gleich das vorletzte Mal. Jetzt greifen nochmal welche an. A rider is taking his chance alone. Oh, der kommt nicht weg. There's nobody out in front, so with less than 20 kilometers to go, it's beginning to look as though it's going to end in a mass sprint. Jetzt geht Eddie hier einfach so, er hat Energie, er geht aber einfach so weiter nach hinten. Da ist er wieder an den ganz vorne dran, da wo wir hingehören. Uh-oh, the pack is quick in the pace. Seine Ebenenfähigkeiten sind einfach zu schlecht. Ja, er hat hier die 1. Das ist unser Kapitän, wa? The riders are entering the last 15 kilometers of the stage. Ein bisschen zu weit schleifen, Eddie. Wenn das jetzt noch 15 sind, dann ist dieser Hügel so ungefähr bei noch 7 Kilometern. Wäre natürlich schwierig, da noch irgendwie auszureißen. Also Power also vom gelben Balken und roten Balken hätte Eddie genug. Jetzt geht es nochmal ein bisschen bergab, damit wir Geld nochmal voll bekommen. The teammates of the main sprinters are not handing out tickets for a breakaway, so the stage will end up in a mass sprint. 89, 90, und da geht der Eddie. Er versucht ja mal sein Glück. Again, an attack is launched. Stop. The group has to break apart. Wir sind nicht gerade weit weg. Stromlinie müsste eigentlich bis zum Ende reichen. Damit warten wir noch ein bisschen. Oh, the pace is too hot for certain riders. 5 kilometers remaining. Jetzt mal das noch rein hier. Der rote Balken aus. Er hält sich im Moment. 87. Ist ganz gut. 10 Sekunden. 89. Können wir es vielleicht ein bisschen länger vorne halten. 1 Kilometer. Ein bisschen Power haben wir noch. Oh, da kommen sie angesprintet, ey. Die Dreckigen. Ja, hier, einer von uns ist noch mit bei den Top 3 dabei. Und wir werden Vierter, oder? Vor Albanese. Ja, sauber, ey. Schönes Ding. Da kriegen wir für unseren Vierten, denke ich mal, Punkte. Beste Wasserträger dürfen wir auch noch bekommen. Ja, hat nicht ganz gereicht. Oh, die nächsten beiden Rennen sind Hügelrennen.
Ja, schneller konnte ich nicht machen. Dafür ist es hier nicht genug bergab. Aber naja, für uns, ne, vierte auf einer Flachetappe oder Flachrennen ist natürlich nicht schlecht. So, mal ab zu den Ergebnissen. Wie gesagt, da müsste er eigentlich ordentlich Punkte für rausknallen. Und so ist es auch. 38, Managerzufriedenheit auf 9. Ja, hier außergewöhnliche Führung, Platz 4 und auch noch den besten Wasserträger eingefahren. Sehr schön, sehr schön. Also, ich denke mal, mit dem Beginn der Saison können wir zufrieden sein. Ich hoffe mal, dass wir die nächsten beiden Rennen natürlich gewinnen, weil es Hügelrennen sind. Und wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, bis dann und ciao.